Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Minion Masters, die Nummer 124 dürfte das sein. Und wie ich es letztes Mal schon richtig festgestellt habe, natürlich habe ich was übersehen, als ich nicht den Weg gefunden habe, wie man sich diesen neuen, also diese neue Albtraumkarte kauft. Natürlich holt man sich das einfach über den Kampfpass bzw. über den Saisonpass. Der war hier auf, hier seht ihr, auf Stufe 6, allerdings eben nicht im normalen Freipass, sondern eben im Saisonpass, im kostenpflichtigen unten drin. Das habe ich übersehen, beziehungsweise ich habe überhaupt nicht auf den Kampfpass geklickt, glaube ich, letztes Mal, was natürlich ziemlich dämlich war. Wobei ich auch nicht damit gerechnet hätte, dass diese Karte gleich so früh am Anfang kommt. Ich weiß nicht, ob das immer so ist bei Saisonpässen, dass die besten Karten gleich am Anfang kommen. Ich habe mir noch nie einen gekauft bislang, deswegen hatte ich davon keine Ahnung. Ja, aber diesmal habe ich es gemacht, wie ihr hier gerade seht. Das hat 1500 Rubine gekostet. Das konnten wir uns locker leisten. Ich habe jetzt immer noch 10.000, also das kann man schon mal eine Saison machen. Zumal es jetzt eine Saison ist, in der wir sowieso relativ viel spielen wollen. Also könnte sich das ausnahmsweise mal lohnen. Ein paar Rubine habe ich hier schon wieder reingeholt, wie ihr seht. Ja, so viel dazu. Also jetzt haben wir diesen Typen, Mardred heißt er genau. Mardred Prinz der Albträume. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir damit anfangen. Achso, ich habe auch noch ein paar Macht-Tokens dabei bekommen. Die könnten wir jetzt auch noch schnell uns holen. 13 Stück, na gut. Ihr seht, ich freue mich gar nicht wirklich über Macht-Tokens. Das habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach erklärt, wieso. Weil man jedes Mal diese Animation abspulen muss. Mein Gott, ich will doch nur alle öffnen. Naja, was soll's, gleich haben wir es. Gleich haben wir es und dann werden wir uns mal dem Zusammenbauen eines neuen Decks widmen, wie ich es beim letzten Mal schon versprochen hatte. Was ist denn hier noch drin? Nochmal was Kostenloses. Ja, mein Gott. Wie auch immer. Habe ich jetzt hier wieder irgendwas? Achso, den Gratis-Token noch. Okay, jetzt sind wir aber wirklich fertig und jetzt fangen wir an, unser Deck zusammenzubauen. So, hier rein, hier rein. Na? Na? Komm schon, okay. So, also wir brauchen ein neues Deck auf jeden Fall mal, weil das müssen wir jetzt ganz auf diesen Typen hier anpassen. So, wir haben diesen hier. Am besten sollten wir uns dazu auch noch eine Priesterin holen, die ihn heilen kann. Oder wir holen uns den Heilzauber. Das wäre natürlich auch noch schlecht. Aber ich meine, ich bin relativ schlecht darin, den Heilzauber zu spielen. Deswegen, vielleicht belassen wir es mal mit der Priesterin. Allerdings brauchen wir ein paar Zauber, weil wir wollen ja wahrscheinlich trotz allem noch Milloween spielen. Also, ne, wir könnten natürlich auch mal wieder auf Morellia zurückgehen. Das wäre jetzt vielleicht nicht das Schlechteste. Sollen wir auf Morellia zurückgehen? Schwer zu sagen, weil ob ich jetzt hier noch so viele Zauber unterbringe, ein paar Einheiten sollten wir schon auch noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Masseneinheit. Wir brauchen überhaupt noch billige Einheiten, um die Brücken einzunehmen. Was sollen wir wirklich, die Schwärmer nehmen? Ich weiß nicht. Skelett-Crew. Vielleicht mal wieder das Cred-Horde. Aber 3 ist halt schon auch nicht mehr so billig. Die hier wären vielleicht gar nicht schlecht. Die hatten wir vorher auch schon im Deck. Nehmen wir die einfach mal. Vielleicht entscheiden wir uns noch für was Besseres. Aber vorerst lassen wir es mal dabei. Ja, was Fliegendes brauchen wir auch. Sollen wir den Seelendieb wieder reinnehmen? Oder nehmen wir einfach nur die Drohnen rein? Ich glaube, eigentlich sollten wir schon 2 fliegende Einheiten haben. Brauchen wir den Verteidigungshäcksler noch? Könnten auch mal wieder den Vernichter spielen, der war eigentlich auch ganz gut. Ja, es hängt jetzt halt auch davon ab, für welche Helden wir uns entscheiden, für welche Meisterin. Nehmen wir Morellia oder nehmen wir Milloween? Spielen wir einfach mal Milloween.
spielen wir Milloween und machen einfach ein Deck, das doch unserem jetzigen relativ ähnlich ist. Das heißt, wir packen mal wieder den Kettenblitz mit rein, wir packen die Skretillerie rein. Den Heilzauber packen wir jetzt mal nicht mit rein, weil wir jetzt die Priesterin hier haben. Da packen wir jetzt irgendwas anderes rein. Was genau, weiß ich noch nicht. Aber wir brauchen noch einen dritten Zauber, sonst ist das nicht gut. Stört einen zufälligen feindlichen Dino oder ein Gebäude. Ich weiß nicht. Ist die hier mystisch? Mythisch? Ja, ist sie. Nee. Dann ist es gar nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht hätte ich mir auch vorher Gedanken drüber machen sollen, bevor ich mit der Aufnahme anfange. Habe ich überhaupt mit der Aufnahme angefangen? Ich muss mal kurz schauen, ob ich überhaupt den Knopf gedrückt habe. Ja, habe ich tatsächlich. Also wir brauchen noch was Fliegendes, so viel ist klar. Ja gut, dann machen wir halt doch ein Deck, das unserem jetzigen, wie gesagt, relativ ähnlich ist. Ja, für den Verteidigungshäcksler habe ich dann aber wahrscheinlich nicht mehr so richtig Platz. Das ist jetzt dann halt meine Tank-Einheit. Was es schade ist, weil eigentlich habe ich den Verteidigungshäcksler gang gehabt. Dann brauchen wir aber den Seelendieb, um mit Masseneinheiten fertig zu werden. Wir bräuchten schon auch noch was Stärkeres, einen Damage-Dealer. Tun wir halt doch auch wieder den Inkubus rein. Naja, sieht schon so richtig ausgefeilt, ist das jetzt nicht, was ich hier mache. Ich will halt jetzt auch nicht zu viel Zeit damit verbringen, hier das Deck zusammenzubauen. Wir wollen ja ein bisschen einfach mal die Einheit ausprobieren. Und wenn wir dann scheitern damit, dann holen wir jetzt wieder was anderes. Wir brauchen noch einen Zauber, sonst macht es keinen Sinn, Milloween zu spielen. Giftangriff? Wieso eigentlich nicht? Ich habe noch nie Giftangriff gespielt. Und ich frage mich, wieso nicht, weil das ist nicht unbedingt teuer. Oh, wir sind viel zu teuer insgesamt. 4,7, das ist zu teuer. Wir brauchen noch was Billiges. Noch was Billiges, vielleicht sogar einen Scharfschützen? Nein, wir haben jetzt schon... Ja, bei... Nee, suchen wir mal noch was anderem. Vielleicht doch noch einen Nahkämpfer. Wir haben noch fast keine Nahkämpfer. Irgendwas, was ein bisschen was aushält. Oder doch noch mal eine Masseneinheit. Vielleicht doch die Scrat Horde noch. Oder die Skelett Crew. Nee. Kurz nachschauen, wie viele sind denn das? Ja, das ist eigentlich nur was, wenn man Aufstieg der Verfluchten hat und ich weiß nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht sehr viele verfluchte Karten in unserem Deck. Wir haben überhaupt keine verfluchten Karten. Da hätten wir uns vielleicht... Das ist auch Voidborn, okay. Voidborn. Aha. Jetzt sollte ich auf sowas auch mal mehr achten, was man da noch an Boni rausholen kann. Vielleicht hätten wir mal ein verfluchtes Deck einfach zusammenbauen sollen, das wäre ja nicht das Schlechteste gewesen. Glaube ich zumindest, ich hatte noch nie eins. Na komm schon, irgendwas Billiges, was vielleicht ein bisschen Nahkampfschaden anrichtet. Scrat Pack. Ja, ich meine, das ist jedenfalls billig. Okay, das ist jetzt mit Sicherheit nicht das beste Deck, das wir jemals zusammengebaut haben. Das ist jetzt halt mal ein Experiment. Und wie schon gesagt, wir sind jetzt noch nicht hoch in dieser Saison und wir haben auch noch viel Zeit, noch 26 Tage. Was wir jetzt heute verlieren, das werden wir wieder reinholen können. Und wir werden heute verlieren. Also das kann mit einem Deck, das man mal eben schnell in 5 Minuten zusammenbaut, da kann man nicht gleich wahnsinnig erfolgreich sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Beziehungsweise, wenn wir jetzt doch wahnsinnig erfolgreich sind, dann heißt das hier eindeutig, dass irgendwas mit dem Balancing dieses Spiels hier nicht stimmt. Weil dann ist wirklich diese Einheit hier, die wir gerade im Hintergrund sehen, so stark, dass man im Grunde kein ordentliches Deck mehr zusammenbauen muss und einfach nur diese Einheit spielen muss, um zu gewinnen. Gut, schauen wir uns das mal an. Wir haben was, um die Brücken einzunehmen.
Ich warte noch mal ein bisschen ab, aber da sonst nichts kommt, spiele ich jetzt einfach mal. Okay, da machen wir einen Blitzschlag hin. Da machen wir das hier hin. Okay, da kann ich im Moment gerade nichts machen. Ich habe eigentlich viele Zauber in meinem Deck, aber jetzt habe ich gerade keinen mehr übrig. Mit der Priesterin kann ich im Moment nichts anfangen. Ich hoffe, das wird nicht so übel wie immer mit dem Blitzschlag, mit dem ich auch nie wirklich was anfangen konnte. Nicht mit dem Blitzschlag, mit dem Heilungszauber. Ich war gerade in Gedanken und habe nicht aufgepasst, was ich rede. Werden wir mit dem Panzer fertig? Nein, werden wir nicht. Wir werden mit überhaupt nichts fertig im Moment. Probieren wir mal das hier aus. Das hilft nicht so wahnsinnig viel, wenn wir ehrlich sind. Ja, das ist Mist. Jetzt müssten wir Bara aber gleich weg haben. Doch nicht. Wir haben gar nichts weg. Oh je, das ist bitter. Das ist bitter. Aber nicht allein unsere Schuld, glaube ich, dass wir jetzt hier so einen schlechten Anfang haben, oder? Ich meine, unser Mitspieler liefert auch noch keine brillante Partie, wobei ich habe jetzt hier auch echt nicht das... Ja, doch, es ist schon unsere Schuld. Wenn ich recht bedenke, dann ist das schon unsere Schuld, weil wir haben ja absolut nichts auf der Hand, um hier diese Situation zu klären. Wir sollten was auf der Hand haben, eigentlich. Mist, dieses Mist, komm schon, zerstört das hier, okay. Ja, wir können es uns leider nicht mehr erlauben, viel Schaden zu nehmen. Deswegen musste ich jetzt hier auch den Seelenlieb in eine Situation bringen, in der er sich eigentlich nicht besonders wohl gefühlt hat. Nein, 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 ich wollte nicht die Priesterin spielen, verdammt nochmal. Ich wollte den Inkubus spielen. Und irgendwie habe ich jetzt die falsche Einheit erwischt. Ja, das ist natürlich saublöd. Machen wir das doch mal so. Okay, immerhin. Da müssen wir mal kurz Bara ablenken. Nee, hat leider nicht funktioniert, Bara abzulenken. Aber Bara ist tot, das ist immerhin etwas. Ja, also wir spielen schlecht, aber wir halten zumindest, Mist, zumindest lang genug durch, um uns nicht total zu blamieren. Naja, das war jetzt auch nicht unbedingt die beste Taktik. Okay, können wir mal Stixi abräumen. Ja, wir haben Stixi abgeräumt. Okay, da spielen wir schnell zur Blockade das hier hin. Ah, verdammt. Das Skelett da unten ist durchgekommen und ich habe die Priesterin. Ich habe sie einmal versehentlich gespielt vor langer Zeit und seither nicht mehr. Also das muss ich offensichtlich noch lernen, die Priesterin ordentlich zu spielen. Ja, das wird nicht reichen, was wir hier gerade gemacht haben. Das war ein gut platzierter Catblitz, aber der wird nicht reichen. Ja, ja. Ja gut, wir haben die neue Einheit nicht mal gespielt, weil ich nicht in die Position gekommen bin, eine 10er-Karte auszuspielen. Wir waren zu sehr unter Druck und ich habe auch irgendwie nicht genug drauf geachtet. Das war natürlich mies. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt gleich was im Deck ändern sollten oder ob es einfach daran liegt, dass ich mit diesem Deck nicht
nicht geübt genug bin mit den Karten, nicht geübt genug. Und sie einfach schlecht gespielt habe. Ich würde jetzt noch nicht dem Deck die Schuld geben. Obwohl das jetzt wirklich keine gute Leistung war. Also tut mir ein bisschen leid für unseren Mitspieler. Da habe ich mir meine Hand blockieren lassen, weil ich Karten einfach nie ausgespielt habe. Also vor allem natürlich diesen, wie heißt der jetzt, Mardrat, den Albtraumprinzen jedenfalls. Und auch, ja, okay. Und auch die Priesterin, die dann einfach nur meine Hand verstopft hat und ich habe eigentlich nichts getan mit ihr. Ist natürlich so ein bisschen die Kehrseite der Priesterin. Ich beschwere mich oft darüber, dass sie viel zu stark ist, aber wenn man eben keine Gelegenheit findet, sie auszuspielen, dann... Ja, dann hat man sie bloß auf der Hand und weiß nichts mit ihr anzufangen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Schaden angerichtet, immerhin. Da schicken wir mal schnell die Drohnen hin. Und wird das hier gleich mal... Ja, das ist natürlich nicht so gut. Na, vielleicht hätte ich da jetzt nicht den Arkangolem auch noch hinspielen sollen. Wir müssten eher mal schauen, dass wir da drüben irgendwie was... Na, hoffentlich bleiben die noch ein bisschen stehen. Ja, die habe ich noch erwischt. Also die Giftwolke, das ist ein Zauber, den ich schon ganz gut verinnerlicht habe, glaube ich, und ganz gern mag. Oh, ich habe keine Betäubungsulane. Das ist eine Sache, die wir ändern sollten. Wir hätten die Betäubungsulane ins Deck aufnehmen sollen. Kein Wunder, dass ich so hilflos bin. Die habe ich vergessen. Okay, wir werden irgendwas wieder rauswerfen aus diesem Deck und dann die Betäubungsulane dafür reinnehmen, weil die brauche ich einfach. Ich kann nicht ohne Betäubungsulane sein. Wenn ich schon keinen Verteidigungshäcksler habe. Also eins von beiden brauche ich mindestens. Aber überhaupt nichts zur Betäubung zu haben, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt spielen wir hier mal die Priesterin hin. Vielleicht noch ein bisschen schneller weg, bevor die Priesterin kommt und ihn heilt. Na, zu spät. Zu spät. Ja, aber die Priesterin steht halt immer noch da. Ja, okay, jetzt ist sie tot. Aber da kommt schon die nächste. Ja. Unser Gegner spielt seine Priesterinnen besser aus als ich meine. Sehr viel besser. Mal hier mit probieren. Nein, das will ich nicht spielen. Das hier will ich spielen. Okay, bleibt noch ein bisschen stehen. Bleibt noch ein bisschen stehen. Ja, danke. Ja, also es ist schon wieder keine besonders gute Runde bislang. Aber ich meine, wie gesagt, das war zu erwarten. Ja, das war auch leider gut ausgespielt. Da drüben könnte ich den Inkubus gebrauchen, aber das kommt schon zu spät. Jetzt könnte ich Zauber gebrauchen, die habe ich nicht im Moment. Da spielen wir mal das hier aus, damit unsere Hand ein bisschen freier wird. Da spielen jetzt mal eine Priesterin noch dahinter. Ich hoffe, dass die da noch ein bisschen... Ja, die habe ich eigentlich schon ein bisschen zu spät gespielt jetzt. Naja, die habe ich zu spät gespielt. Leider. Okay, vielleicht warten wir jetzt einfach mal, bis ich endlich mal diese Rieseneinheit hier spielen kann. Jetzt kann ich das. Ja, okay, das war jetzt nicht der beste Moment. Wahrscheinlich, aber trotzdem. Ich spiele noch was zur Unterstützung mit hin. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei so rauskommt. Na, vielleicht hätte er ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht. Ja, aber schlecht ist es nicht, also... Ja, nee, so richtig gut hat es nicht funktioniert.
der hätte mehr Unterstützung gebraucht oder nochmal Heilung gebraucht. Ich hatte jetzt hatte ich eben gerade mal keine Priesterin auf der Hand. Unser Gegner hat wieder seine Priesterin. Und ich habe meinen Zauber nicht gut gespielt. Also das hätte mir wirklich gelingen müssen. Das war jetzt ein grober Fehler. Dass ich hier die Priesterin nicht wegbekommen habe mit der Spreadhillerie. Das hätte nicht passieren dürfen. Der Blitzschlag kam nicht mal bis zur Priesterin. Da waren so viele andere Einheiten davor. Naja. Ja gut, das ist halt die Sache. Wenn man die Priesterin nicht wegbekommt, dann war's das. Ich meine, da kann ich jetzt Zauber so viel ich will reinhauen. Das wird nicht funktionieren, solange die Priesterin hier steht. Ja, die haben jetzt dann schon noch wegbekommen ganz am Ende, aber das war viel zu spät. Nee, also so richtig funktioniert das noch nicht hier, was ich hier zusammenspiele. Es ist halt doch eine extreme Umstellung. Obwohl schon noch einige Einheiten drin sind, die wir auch vorher gehabt haben, aber... Ja... Also gut, gehen wir nochmal ins Deck rein. Die Frage ist, was sollen wir nehmen? Wenn ich jetzt die Betäubungsulane aufnehmen will, wo sind denn die eigentlich? Da sind sie doch. Okay. Ja, ich meine, ich müsste eigentlich fast die hier rausnehmen, das Scrap Pack. Wobei dann halt mein Deck noch teurer wird. Aber es lässt sich irgendwie nicht vermeiden, ein relativ teures Deck zu haben, wenn man halt eine 10er-Karte drin hat. Gut, versuchen wir es jetzt einfach mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich einen guten Tausch gemacht habe, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Ja, zwei Niederlagen. Wie schon gesagt, das habe ich erwartet, dass das nicht gut laufen würde. Wenn wir jetzt eine Niederlage nach der anderen kassieren, dann können wir auch zwischendurch mal wieder zu unserem alten Deck zurückkehren, um vielleicht auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Ich will jetzt auch keine Episode, in der ich nur verliere. Aber, ja. Es würde mich nicht wundern, wenn es so käme. Mit diesem Deck hier. Aber eigentlich ist das schon also eine sehr gute Kombination, Priesterin und diese Einheit. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, jetzt tatsächlich diese Einheit und eine Priesterin gleichzeitig zu spielen. Das liegt natürlich zum einen daran, dass das nicht so einfach ist, aber zum anderen auch daran, dass ich einfach noch nicht gewohnt bin, darauf zu achten. Und das dann, also diese Kombination dann auch wirklich zu nutzen. Ich habe zu lange dieses andere Deck gespielt, ich bin zu unflexibel geworden. Jetzt habe ich immerhin meine Betäubung. Okay, mein Gegner, mein Mitspieler hat jetzt auch die Betäubungsulane. Deswegen wäre es jetzt gar nicht so dringend gewesen, aber ja, was soll's. Ich kann eigentlich jetzt schon diesen Typen hier spielen. Hätte ihn fast noch ein bisschen weiter nach hinten spielen können, dann hätte ich nachher gleich die Priesterin dahinter spielen können. Wobei, wenn das jetzt hier noch eine Weile dauert, wenn die es hier noch eine Weile brauchen, dann kann ich jetzt tatsächlich gleich die Priesterin noch dahinter spielen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir irgendwie... Ach, das war nur eine Attrappe, ja, dann ist ja gut. Ah, die Priesterin hätte ich ein bisschen weiter dahinter spielen müssen, oder? Nicht, dass sie noch überholt. Naja, passt schon. Ja, jetzt mal schauen, was unser Gegner dagegen macht. Nicht viel im Moment. Hat ihn einfach durchkommen lassen. Ob das die klügste Taktik ist, das wage ich zu bezweifeln. Offensichtlich war es keine besonders kluge Taktik, weil jetzt hat er schon sehr, sehr viel Schaden genommen. Unser Albtraumprinz wird jetzt gleich mal sterben. Jetzt ist er gestorben, aber jetzt ist auch unser Gegner gestorben. Also... Im dritten Spiel dann unser erster Sieg, da war ich dann vielleicht doch ein bisschen zu pessimistisch. Also jetzt wo wir es mal ausgespielt haben, jetzt hat es auch funktioniert, diese Kombination. Natürlich, sie konnte nicht funktionieren, bevor ich sie nicht ausspiele. Das, ist eigentlich selbstverständlich. Ich schau mal kurz nach, wie weit wir jetzt schon in dieser Episode drin sind. Ja, 25 Minuten
hat es gedauert bis zum ersten Erfolgserlebnis. Ich hoffe, ein paar von euch sind noch dran geblieben und ihr habt nicht längst frustriert ausgeschaltet. Bei diesem zähen Beginn. Ob das jetzt wirklich ein positives Zeichen ist, dieser Sieg hier, dass wir jetzt schon quasi reingekommen sind und uns an die neuen Karten gewöhnt haben, das würde ich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, unser Gegner hat einfach, also in diesem Fall hat unser Gegner wirklich einfach überhaupt nichts gemacht gegen diesen Albtraumtypen. Und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären, weil man hat ja eigentlich sofort gesehen, oh, einer meiner Mitspieler hat mich in seine Freundesliste hinzugefügt. Sehe ich gerade, naja. Werde ich vermutlich nicht annehmen, weil ich das generell nicht mache, aber trotzdem nett zu sehen. Ja. Na, jetzt haben wir... Na, okay, ich mach's mal so. Ich will Stixi auf jeden Fall schützen. Das habe ich auch gemacht. Was mit diesem Typen hier? Ja, das ist doch ganz gut soweit. Ja, jetzt kann ich Stixi leider nicht mehr retten. Holen wir uns mal die obere Brücke. Jetzt alles zur Verstärkung hier unten noch mit rein. Ja. Nicht ganz optimal, wie das hier gerade läuft. Mache ich es mal kurz so. Ja, doch, das sieht ganz gut aus im Großen und Ganzen. Gegnerischen Einheiten, die hier zu verteidigen versuchen, habe ich mal schnell vergiftet. Ja, ja, doch, jetzt noch schnell das Kratellerie dazu und dann dürfte es reichen. Ja, ja, das hätte auch so gereicht. Okay, jetzt haben wir zwei Siege. Zwei Niederlagen. Das klingt jetzt schon gar nicht mehr so schlecht. Aber das hier hat jetzt nichts mit dem Albtraum zu tun. Das sind wir überhaupt nicht dazu gekommen. Das hat jetzt einfach so gut funktioniert. Also wir sind auf diesem Niveau anscheinend halbwegs konkurrenzfähig, würde ich mal sagen. Mit diesem Deck hier. Aber wohl noch nicht besser als mit unserem alten Deck. Okay. Wie machen wir das hier? Ja, wurden alle betäubt? Na gut. Ja, war nur eine Attrappe, aber was soll's. Na, ja, die haben leider schon Schilde. Ich ja, habe jetzt trotzdem mal einen Blitz reingeschossen. Dann ist zumindest der Schutzschild weg. Und wir haben den Turm ja auch noch ein bisschen erwischt. Also ist das jetzt nicht ganz verschwendet. Das ist nicht toll. Okay, wir haben die Brücken wieder, immerhin. Aber wir sind hinten dran, was die Erfahrungspunkte angeht. Dann werden wir jetzt mal schnell den Seelendieb spielen. Weil ich die Brücke da oben nicht so schnell hergeben will. Können wir vielleicht mal schnell vergiften, die Einheiten da unten? Ja, die sind weg. Ja, so richtig gut läuft es trotzdem nicht. Ja, da hätte ich vielleicht noch was zur Unterstützung hinspielen können. Vielleicht die Priesterin zum Beispiel. Wir sollten schauen, dass wir die Brücken wieder bekommen.
Also eine Brücke haben wir jedenfalls wieder. Die obere konnte ich jetzt nicht auch noch holen. Nicht ganz das Richtige. Ja, schon besser. Schon besser. Okay, zwei Hackebeile. Das sieht nicht gut aus für uns. Okay, das eine war eine Attrappe, das andere leider nicht. Der Typ hier wird nicht mehr sehr lange leben, aber vielleicht auch zu lange. Für unseren Geschmack. Ich da jetzt mal eine Priesterin mit dazu hin. Ja, die war gar nicht so übel gespielt. Oh je, aber das hier jetzt, das ist schon übel. Okay, ja, doch, das könnte funktionieren, das könnte funktionieren. Ja, gleich nochmal. Kahnbullen hin, hier mal Zauber hinspielen. Ja. Nochmal einen Blitzzauber rein. Ja, meine Priesterin lebt immer noch da unten. Ja, und diesmal, das hat jetzt schon viel mit der Priesterin zu tun. Also, ich meine, den Albtraum haben wir jetzt nicht gespielt. Aber war auch nicht nötig. Kluge Priesterinnen-Einsatz führt uns zu unserem dritten Sieg in Folge tatsächlich. Da bin ich jetzt selbst ein bisschen überrascht. Okay, also nach zwei Einstiegsrunden sieht das jetzt gar nicht mehr so übel aus. Nach zwei Eingewöhnungsrunden, besser gesagt. Naja, wobei man natürlich sagen muss, aus dem Albtraum hole ich noch ein bisschen wenig raus. Aber ich meine, klar, wenn es nicht nötig ist, ihn zu spielen, dann brauche ich ihn auch nicht erzwingen. Ja gut, jetzt habe ich ihn von Anfang an auf der Hand, das ist immer ein bisschen unangenehm, weil irgendwie muss man ihn ja dann wieder loswerden. Na, Mist. Ja, das war jetzt nicht so klug, das hätte ich da vorne nicht hinspielen dürfen, das war... Ja, wobei es hat sogar ganz gut funktioniert. Den lassen wir jetzt einfach mal laufen. Der nimmt ja keine Brücke ein oder so. Den lassen wir jetzt auch mal laufen. Ich will nämlich meinen Albtraum möglichst bald loswerden, wenn ich ehrlich bin. Ich will nicht, dass ich den die ganze Zeit auf der Hand haben muss. Deswegen mussten wir den jetzt mal möglichst schnell spielen. Und dann spielen wir auch bald die Priesterin hinter... Ja. Ja, doch. Das passt schon. Die Priesterin lebt noch. Wir sollten auch mal die obere Brücke einnehmen, aber... Ja, unser Mitspieler kümmert sich, glaube ich, drum. Ich halte mal schon Zauber bereit, um hier eventuelle Gegner zu betäuben. Und das machen wir jetzt auch gleich. Und dann spielen wir gleich noch Giftangriff, glaube ich, dazu. Ja, so viele Zauber hätten wir jetzt, glaube ich, nicht gebraucht. Aber jetzt richten wir schon ganz ordentlich Schaden an. Ja. Ja, gut. Ich meine, ja, okay. Jetzt ist es vorbei. Aber das war jetzt schon ein ganz ordentlicher erster Angriff. Den Arkan-Golem hätte ich dann nicht mehr hinspielen sollen. Das war unnötig. Unnötig und dumm. Aber trotzdem dafür, dass der Angriff jetzt eher so aus der Not heraus geboren war. Ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt jetzt diesen Albtraum spielen. Ich hatte ihn nur halt auf der Hand und ich musste ihn irgendwie loswerden. Also dafür war das jetzt nicht so übel. Ah,
Ah, wir sind sogar hier oben den Vorboten losgeworden. Wir richten schon wieder Schaden an. Was machen wir hier unten? Wir warten noch mal kurz, bis der durchkommt und dann... Ah, okay, okay. Jetzt spielen wir die Drohnen da mal hin. Die sollten hier auch noch hilfreich sein. Wir können gleich wieder den Albtraum spielen. Ja, den hätte ich jetzt direkt vor den Arkangolem spielen sollen. Aber es passt schon. Passt schon. Ich mach das nochmal so wie gerade eben mit der Priesterin dahinter. Den Angriff da drüben müssen wir damit erstmal durchkommen lassen. Da habe ich jetzt nichts dagegen. Da weiß ich jetzt nicht, was ich tun soll. Jetzt weiß ich, was ich tun soll. So, jetzt haben wir aber allerdings den Vorboten hier. Der ist jetzt natürlich schlecht für uns. Da müssen wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, den loszuwerden. Ich versuche es jetzt erstmal mit dem Kettenblitz ihn zu betäuben. Auch die restlichen gegnerischen Einheiten nochmal besser loszuwerden. Jetzt vielleicht nochmal hier Giftangriff. Ja, das sollte jetzt eigentlich reichen. Ja, der Vorbote ist weg. Das ist schon mal gut. Und jetzt sollten wir es eigentlich hinbekommen, mit dem Albtraum hier diesen Kampf zu entscheiden für uns. Ja. Hat funktioniert. Das war's. Also ihr seht, die Taktik funktioniert, wie ich das auch letztes Mal schon gesagt habe, mit Albtraum und Priesterin dazu. Man muss es nur auch tun. Ich habe mir da ein bisschen schwer getan am Anfang, aber jetzt läuft es ja gar nicht mal so übel. 4. Sieg in Folge, 4 Siege, 2 Niederlagen insgesamt. Ist eine ordentliche Bilanz. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht auf dem höchsten Niveau, klar. Aber trotzdem... Dieses Experiment glückt besser, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Kurz schauen, wie es um die Zeit steht. 37 Minuten. Ja. Haben wir schon noch Zeit. Mal schauen. Mal schauen, wie es weiterläuft. Aber im Einzel hätte ich, glaube ich, mit diesem Deck hier keinen großen Erfolg. Das ist kein sehr ausgewogenes Deck. Denke ich. Das müsste eigentlich eine Attrappe sein, oder? Nee, ist es nicht. Okay. Kann ich eigentlich den Seelenlieb spielen? Das ist okay. Ah, Mist, Mist, Mist. Na gut, wenn der betäubt ist, dann... Na gut, dann eben so. Das Hackebeil wird nicht sehr... Ah, okay, es wird doch länger überleben, als ich dachte. Aber es wird nicht bis zu unserem Turm durchkommen, das nicht. Das müsste jetzt in Kombination mit dem Giftzauber müsste das eigentlich reichen, oder? Nee, es reicht nicht ganz. Ach nee, das hat vorher nur gereicht, weil der noch von unserem... Ah, verdammt, das habe ich jetzt total verschwendet, diese Zauber hier. Das war jetzt schlecht berechnet. Das ist eben, weil ich noch nicht die Erfahrung habe, wie viel Schaden diese Zauber anrichten. Das war jetzt schlecht berechnet. Ja gut, kann vorkommen. Sollte aber nicht vorkommen. Ja, das ist jetzt ganz scheiße da unten. So, und jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir diesen Typen hier wegbekommen, und zwar schnell. Die Priesterin ist schon mal weg. So, jetzt haben wir den hier auch weg. Ja, also da sind wir jetzt natürlich in die Defensive geraten, weil ich da meinen Zauber verschwendet habe. Die habe ich jetzt ein bisschen zu spät gespielt, diese Priesterin hier. Aber ja, doch, es geht noch. Es geht noch. Könnte noch klappen, ja. Allerdings jetzt hier mit diesem Ding, das wird jetzt explodieren. Nein, es explodiert nicht. Sehr schön. Aber jetzt... Jetzt zieht meine Priesterin hier den kürzeren dann. Aha, das Ding ist hinüber. Also auch diese Runde hier durfte gewonnen gehen.
Ja, der Giftangriff hat jetzt hier nicht sehr viel gebracht, zugegeben. Aber das braucht er auch nicht. Das geht jetzt auch so. Ja, und auch diesmal... Diesmal lag es wieder mehr an der Priesterin. Also es lag vor allem an der Priesterin. Den Albtraum haben wir wieder mal gar nicht gespielt. Also vor allem, dass wir die Priesterin jetzt in unserem Deck haben, zahlt sich aus. Die spiele ich offensichtlich sehr viel effektiver als den Heilzauber, den ich ja fast nie gespielt habe. Also ich glaube, das ist eigentlich die größte Verbesserung bis jetzt in diesem Deck hier. Das hätte ich vielleicht schon längst mal machen sollen. Aber ich wollte halt nicht den Heilzauber rausnehmen für die Priesterin, weil ich dachte, dann habe ich zu wenig Zauber im Deck. Jetzt habe ich stattdessen... Ich muss mal einen Schluck trinken kurz. Damit ich wieder sprechen kann. Jetzt habe ich halt stattdessen einen anderen Zauber reingenommen. Mit diesem Giftangriff. Und ich denke, das war so eine gute Entscheidung. Ob ich diesen Albtraum hier wirklich auf Dauer in meinem Deck behalten will. Also falls ich dieses Deck hier überhaupt weiterspiele, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, Seelen, die wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Haben es ein bisschen zu spät einfach auf meiner Hand. Ja, hat jetzt nur einen Kill gesammelt, das ist nicht so toll. Oh, schon der Albtraum, so früh. Hm. Ja gut, das könnte... Wir könnten hier einfach Albtraum gegen Albtraum schicken. Es sei denn natürlich, jetzt kommt hier eine Priesterin hinten. Ja, natürlich kommt eine Priesterin. Aber diese Priesterin ist tot. Ja, du musst... Mein Mitspieler hat 10 Mana. Ja, ich seh's doch. Du hast doch die ganze Zeit nichts gemacht. Du hattest doch 10 Mana. Ja, was denkst du, was ich jetzt machen soll? Nachdem du deinen Mana verspielt hast. Ja. Na also, jetzt spielt man so. Und jetzt warte ich nämlich auf meinen Albtraum. Und dann werden wir mal sehen. Ja. Und jetzt hat mein Albtraum nämlich diesen Albtraum erstmal so richtig fertig gemacht. Das war schon alles, was ich brauchte. Ein bisschen Zeit, um meinen Albtraum spielen zu können. Also ich nenne ihn einfach immer Albtraum, weil irgendwie Mardret, Prinz der Albträume, so werde ich ihn nicht nennen. Dieser Heilzauber kam ein bisschen spät. Ja, das sollte jetzt doch mal irgendwie was tun. Na ja, okay. Diese Kanone war dann doch relativ effektiv gegen den Albtraumprinzen. Können wir mal das hier hinspielen, schnell. Okay. Das ist jetzt ein bisschen spannendere Runde, aber insgesamt sieht es jetzt nicht so übel. Ja. Ich wage noch nicht eine Prognose hier abzugeben, wer das hier gewinnt, ehrlich gesagt. Wir sind hinten dran bei den Erfahrungspunkten, das muss man leider sagen. Ja, der Seelendieb hier, der könnte jetzt einiges bringen. Das war wieder ein verschwendeter Heilzauber unseres Gegners. Und jetzt können wir hier mal richtig Schaden anrichten sogar. Wir müssen allerdings schauen, dass wir diese Kanone hier wegbekommen. Die haben wir wegbekommen. Ich habe noch das Kretillerie mit hingespielt und dann war es das auch schon. Das war ein sehr, sehr guter Angriff hier. Das ist dann jetzt auch schon der 6. Sieg in Folge, glaube ich. Nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, nur ein Albtraum-Einsatz in dieser Runde, aber der hat es in sich. Also, dass wir mit unserem Albtraum den gegnerischen Albtraum, also den Albtraumprinzen, ihr wisst schon, was ich meine, gekontert haben, das war schon ziemlich gut, glaube ich.
Hätte allerdings fast nicht geklappt. Also, ja, wir mussten da einfach abwarten. So hektisch unser Mitspieler da auch gepinkt hat, dass wir irgendwas tun sollen auf der unteren Brücke. Aber was hätte ich denn tun sollen? Wenn ich jetzt irgendwas in Panik hingespielt hätte, das wäre sofort getötet worden vom gegnerischen Albtraum. Das wäre reine Mana-Verschwendung gewesen. Und dann hätte ich meinen Albtraum nicht mehr spielen können. Der ist ja nun mal ziemlich teuer. Also da musste er einfach mal was unternehmen. Er hatte ja auch 10 Mana. Also ich weiß nicht, warum er da mir irgendwelche Anweisungen gibt. Aber naja, so sind manche Leute. Ja, da hätte ich jetzt vielleicht die Giftwolke nehmen sollen. Die kann ich immer noch nehmen. Zu sp na, nicht, nicht gut gespielt. Nicht, ja, doch, geht gerade noch so. Stixi ist jedenfalls tot. Das ist das Wichtigste. Ah, ich muss hier. Okay, den haben wir gleich weg. Da hinten ist noch eine Priesterin. Die sollte ich auch noch irgendwie wegbekommen. Mit dem Inkubus vielleicht. Ja, da ist sie hinüber. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber der hat ein Schild. Das ist gut. Dann holen wir uns mal die obere Brücke. Jetzt könnte ich... Ja, ich hätte... Ah, okay, mein Mitspieler hat eine Priesterin, das ist gut. Das ist nicht so gut. Ja, da können wir, glaube ich, nicht mehr viel retten. Okay, was machen wir jetzt hier? Ah, das sind noch ein paar von diesen Leuten mit dabei, okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so... Ja, aber ich müsste ihn einfach mal spielen. Ich habe jetzt gerade eben mal 10 Mana. Und dann ist es immer blöd, noch lange auf der Hand zu lassen. Ja, wir haben sie immerhin mal kurz in die Flucht geschlagen. Ich glaube, das ist gar nicht so übel. Naja. Der nützt sogar in solchen Situationen noch einiges. Naja, die haue ich jetzt mal lieber schneller weg. Die Leute hier unten. Wir sollten dann nochmal eine Priesterin dahinter spielen, wenn es irgendwie geht. Sonst hält er nicht mehr lang. Okay, naja, das funktioniert jetzt nicht so gut. Ja, doch, wir konnten sie nochmal in die Flucht schlagen, aber... Okay... Ja, der hat jetzt auf jeden Fall schon wieder einiges angerichtet, dieser Albtraumtyp. Ja gut, jetzt ist er dann doch mal tot, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Er hat jetzt schon geholfen, diesen Angriff hier sehr gut abzuschlagen. Und viel mehr können wir dann auch nicht mehr verlangen. Ah, so ein Mist aber auch. Ja, der wurde jetzt fast ein bisschen zu früh betäubt. Es wäre besser, wenn der in Reichweite des Turms wäre. Ja, das ist gerade noch nicht so richtig perfekt hier. Nee, das klappt überhaupt nicht hier. Wir hätten da dringend irgendwie den Zauber gebraucht, aber wir hatten keinen. Jetzt haben wir vielleicht mal einen. Jetzt nicht in Panik geraten. Nicht in Panik geraten und das Dinge tun, die wir gleich bereuen werden. Ja, doch, ich glaube, das werde ich bereuen. Ja, das war nicht gut gespielt. Das war ganz, ganz schlecht gespielt von mir. Okay, haben wir doch mal wieder eine Niederlage erlitten. Aber das war nicht die Schuld des Decks. Da habe ich Mist gebaut am Ende. Da wusste ich nicht, was ich spielen soll und habe irgendwas gespielt. Und das geht nie gut aus. Naja, wie sieht's mit der Zeit aus? 49 Minuten. Gut, 6 Siege, 3 Niederlagen, das geht immer noch für so eine Experimentier-Episode. Ich glaube, letzte Episode waren wir auch nicht besser mit unserem alten Deck. Mit unserem gewohnten Deck. Also ist das schon okay. Der Albtraum hat einen guten Job gemacht in der letzten Runde. Der war nicht das Problem, obwohl ich ihn nicht unbedingt wahnsinnig toll ausgespielt habe. Ich habe ihn einfach auch nur dahin gesetzt, weil ich eben gerade 10 Mana hatte und nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Aber das hat in dem Fall ganz gut funktioniert. Ja, dann gerade eben bei diesem Angriff auf der oberen Brücke, das habe ich einfach nicht gut gemacht. Da
hatte ich schon vorher Einheiten hingesetzt, die ich da gar nicht hätte hinsetzen sollen. Und dann habe ich da einfach Mana verschwendet, das war blöd. Und, je nachdem, wo du ihn hinspielst, ich spiele ihn dann auf die andere Brücke. Ja, gut, dann spiele ich ihn dahin. Ja, das ist nicht so gut. Der wird das nicht durchhalten. Ja, wieso du da jetzt noch einen Heilzauber hinspielst, das weiß ich nicht. Also es war da ja auch gar nicht wert, der Seelenhieb. Aber na gut, ich meine, nicht jeder will seine Heilzauber das ganze Spiel über auf der Hand haben. Das verstehe ich natürlich auch wieder. Jetzt haben wir keine einzige Brücke. Irgendwas solltest du tun, Junge. Das ist im Moment alles, was ich machen kann. Was Besseres habe ich hier nicht. Aber bald habe ich den Albtraum. Wir sollten nach Möglichkeiten... Ja, der hat noch, der ist noch über 40%. Deswegen sollten wir da, wenn es irgendwie möglich ist, noch ein bisschen... Ich spiele den Albtraum mal ganz nach hinten. Wo ist er denn? Ach, da. Und dann spiele ich hier... Na, okay. Ah, Mist, 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 Mist. Das sollte eigentlich hier die Betäubungsolane, den Betäubungsolan treffen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Überhaupt nicht funktioniert. Ja, das ist jetzt Mist. Das ist jetzt Mist. Jetzt habe ich mich ein bisschen zu sehr auf den Albtraum konzentriert, glaube ich. Und jetzt nehmen wir ja richtig viel Schaden. Richtig viel Schaden. Ui, das war jetzt wirklich gar nicht gut. Ich weiß auch nicht, warum der unsichtbar ist, ehrlich gesagt, unser Albtraum. Ich glaube, die Priesterin ist jetzt zu spät. Die wird jetzt wahrscheinlich hier nicht mehr ankommen. Ja, das ist ja... Nee, die war zu spät dran. Wie schon gesagt. Und der Vorbote überlebt ganz, ganz knapp. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Nee, das gibt es wieder eine Niederlage. Da habe ich wirklich... Ja. Ja, so ganz gut im Training bin ich offensichtlich doch noch nicht. Also da habe ich dem Albtraum wirklich zu viel Aufmerksamkeit geschenkt und hätte besser auf der unteren Brücke verteidigen sollen. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Wir können eigentlich nicht so viel tun. Wir müssen den hier betäuben. Aber wir können halt dann nicht auch noch den Panzer betäuben. Das klappt nicht. Ja. Wir leben gerade noch so irgendwie. Weil wir uns auch wieder geheilt haben. Ja, aber jetzt wird's dann nicht mehr funktionieren. Ich meine, wir wehren uns noch relativ tapfer. Ja, aber es hat dann nicht mehr gereicht. Nee, 6 zu 4, das ist dann schon nicht mehr so gut. Aber auch noch keine Katastrophe. Wir lernen. Denk gerade noch drüber nach, ob ich noch irgendwelche Veränderungen am Deck vornehmen sollte. Es gibt bestimmt noch Dinge, die man optimieren könnte, aber ich glaube, eigentlich ist nicht das Deck das Problem im Moment, sondern eher mein Einsatz der Karten. Es ist nicht so, dass wir jetzt oft in Situationen waren, in denen ich mir gedacht habe, mein Gott, ich habe überhaupt nichts, was ich da spielen könnte. Es kam irgendwie mal zwischendurch vor, aber auch das lag dann eher daran, dass ich eben Karten nicht rechtzeitig ausgespielt habe und dann meine Hand verstopft war. Also gerade die Priesterin oder auch den Albtraum. Aber... Sowohl die Priesterin als auch der Albtraum waren eben in anderen Situationen sehr, sehr effektiv. Die muss ich dann nur in den richtigen Situationen auch rechtzeitig ausspielen. Okay, da unten müssen wir gleich mal irgendwas hinspielen, damit wir hier die Brücke holen können. Ja. Können wir jetzt auch
Ja, Heilzauber habe ich jetzt keinen, leider keinen mehr. Der wäre jetzt gar nicht so übel angelegt. Ah, okay. Da weiß ich jetzt gerade noch nicht, was ich tue. Könnten diese Einheiten hier vergiften. Ich spiele das mal kurz hin. Einfach nur, damit wir diese Armbrustschützen da hinten loswerden. Und den haben wir auch noch ein bisschen geschädigt. Das passt schon. Nicht ganz toll in dieser Situation, aber könnte schlimmer sein. Ja, das passt auch soweit. Da spielen wir vielleicht sogar mal die Priesterin hin, weil die müssen wir auch mal irgendwie spielen. Ja. Ja, sie hat zumindest ein bisschen was genutzt. Da spielen wir jetzt mal schnell den Inkubus hin. Ja, okay. Das hat unser Gegner jetzt also auf diese Weise erledigt. Aber diesmal sieht es wieder recht gut aus. Wir sind noch bei 3000 Lebenspunkten. Unser Gegner ist nur noch bei 1085. Das ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen. Unser Mitspieler hat einen Heilzauber. Und schreckt nicht davor zurück, ihn einzusetzen. Was man auch nicht sollte. Ja, die hat natürlich ein Schild, aber der Blitz hat sich trotzdem gelohnt. Hat noch eine Drohne abgeräumt. Oder war es eine Drohne? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Irgendwas Fliegendes. Und hat auch nochmal den Turm getroffen. Das passt dann schon. Da richten wir gerade noch ein bisschen Schaden an. Da oben. Nicht genug, um jetzt schon unsere Gegner zu töten, aber das wird jetzt gleich soweit sein. Ja. Also dann sind wir bei 7 Siegen, 4 Niederlagen. Das ist okay. Das ist okay. Vor allem, weil wir in den ersten zwei Spielen ziemlich hilflos waren. Und die ja auch wirklich grauenvoll verloren haben. Aber dann ging es eigentlich. Zwei Niederlagen, bei denen ich dann schon nochmal, also dann nochmal zwei Niederlagen, bei denen ich dann schon nochmal ein paar Fehler gemacht habe, aus denen wir aber, glaube ich, was lernen können. So insgesamt war das keine schlechte Experimentier-Episode, würde ich sagen. Also ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden für den Anfang. Wir sind sogar ein bisschen weitergekommen hier, weil wir auch eine Siegesserie hatten zwischendurch. Also ich muss sagen, das hat doch ganz gut funktioniert. Dafür, dass wir wirklich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit ein mehr oder weniger neues Deck hatten. Wobei so richtig neu. Ich zähle mal kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 von diesen Karten hatte ich schon in meinem letzten Deck drin. Also es ist eigentlich kein neues Deck, sondern eher ein modifiziertes altes Deck. Zugegeben. Aber es spielt sich doch sehr anders. Auch wenn jetzt die meisten Karten alt sind. Es spielt sich schon deutlich anders mit diesem Albtraum und der Priesterin drin. Und natürlich auch diesem Giftzauber hier. Gut, ich denke, wir machen da nächstes Mal weiter, wo wir jetzt hier aufhören. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis dann, euer Grimdor.